Ist schon okay, Juba. Ich bin da. Das werde ich noch eine Weile spüren. Eniko? Eniko? Eniko! Ich kann die Kernzellen irgendwie nicht mit der Regenschirmkatze verbinden. Er quasselt noch mehr Unsinn als sonst. Sein Kopf ist verletzt. Ja, aber er hat einen Dickschädel. Hey, Piratenjunge. Ah, nicht noch mehr Bananen. Ich hab eine Idee. Au! Oh, das hat wehgetan. Ich hab getan, was ich tun musste. Entschuldigung. Sind wir tot? So leicht werden die uns nicht los. Dein U-Boot allerdings. Hey, so leicht werden sie das auch nicht los. Naja, vielleicht doch. Wenn wir den Hauptgenerator nicht reparieren, geht uns die Luft aus. Dann lass mich mal sehen. Nein, hier braucht man ein geübtes Auge und eine ruhige Hand. Und ich habe beides. Au! Ich glaube, ich habe den Wasserfilter geschrottet. Technisch gesehen wird das auf einer Skala von schrecklichen Dingen keine Rolle spielen, wenn wir nicht mehr atmen können. Das klingt ziemlich übel. Angesichts dessen, dass Atmen ganz oben in meiner Top 3 ist, ja, echt übel. Ranzoomen, stopp! Ranzoomen? 50% schärfer? Der Sheriff ist sehr wütend. Ich sagte, dass ich nicht gestört werden will. Wir sollten einen Prototypen runterschicken, um nach Überlebenden zu suchen. Meine Ressourcen sollen für den Wiederaufbau der Prototypen verwendet werden. Ich habe keine Zeit für sinnlose Aktionen. Ich könnte den Prototypen bedienen. Ich kann Ihnen die Tiefseedrobos nicht aushändigen, Gisborne. Das sind ungeprüfte Prototypen mit neuen Spezifikationen, die... Ich weiß. Ihr GPS-Map-Tracker läuft mit wärmeverstärkten Sonarzellen. Das ist korrekt. Und? Der Scan-Bereich ist sowohl wellenformabhängig als auch druckempfindlich. Ich halte das für Ihre bis jetzt besten Updates. Sie kennen sich aus. Ich bin beeindruckt. Naja, ich sehe Ihnen gern bei der Arbeit zu. Dann wissen Sie auch, dass diese Updates nicht stabil sind. Sie so weit runterzulassen ist ein Risiko. Ich bin so vorsichtig, wie ich kann. In Ordnung, wenn es sein muss. Aber sobald irgendetwas komisch erscheint, brechen Sie ab. Verstanden? Verstanden. Ich danke Ihnen. Lass mich dir doch bitte helfen. Du hilfst mit, indem du deine Flossen von meiner Technik lässt. Eniko, komm schon. Wir haben keine Zeit. Und ich habe keine Zeit zum Streiten. Okay, okay. Ich wollte doch nur helfen. Ich kann's reparieren. Nein! Nein, ich will weder dich noch dein Metall-DNS-Handschuh-Ding in der Nähe meiner Sachen. Der Handschuh ist nur ein Werkzeug. Machst du Witze? Er ist eine Waffe und er ist verbunden. Du bist mit irgendetwas oder irgendjemandem verbunden. Dein Vater ist derjenige, der Subi vergiftet hat. Der die neuen Drobos entwirft und der uns töten wollte. Wenn du das Spiel deines Vaters mitspielst, um rauszufinden, wer er ist, dann weiß dein Vater, das Genie, längst, wer du bist. Ich kann doch nicht ändern, wer mein Vater ist. Aber ich bin nicht wie er. Ich bin immer noch das Mädchen, das uns hier rausbringen will, damit wir den Sheriff aufhalten können. Und dass mein Vater auf seiner Seite ist, ändert nichts daran. Das ändert nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Okay, ich weiß, du kannst nichts dafür, wie dein alter Herr ist. Und ich sollte dich besser kennen. Danke dir. Also, gehen wir an die Arbeit. Immer noch die alte Robin. Nur bitte keine Handschuhtricks. Ganz auf die alte Tour. Warte. Du brauchst das hier. Danke, Captain. Gern geschehen. Bereit? Tu ihr nur nicht weh. Das wird nicht wehtun.
doch nicht. Irgendwas blockiert die Stromversorgung. Wir müssen da reingehen. Legen wir auf dem Trockendock, könnten wir es einfach von außen öffnen. Aber von hier führt der einzige Weg rein, da lang. Du bist zwar ein Hungerhaken, aber selbst du passt da nicht rein. Nein, hier passe ich nicht rein. Ich kann's echt nicht erwarten, das Gripbug zu erzählen. Ja, aber vielleicht lässt du diesen Teil lieber aus. Oh, und nichts anfassen, es sei denn, wir sagen's. Mhm, nichts anfassen. Hey, das blaue Ding ist der Neutralisator. Blau, ja. Okay, und ein kleines Stück links davon ist das Schaltpult. Kleines Stück? Wie viel ist ein kleines Stück? Wie viel? Ein Daumen. Dieser Daumen? Streich das. Wohl eher zwei Daumen. Egal. Fertig und... Und los! So wie schöne Sterne. Ja! Es hat geklappt! Okay. Also dann? Naja, gute Arbeit, ihr alle. Ja, ja, was sie gesagt hat, ganz genau. Wir sind... Es geht los! Och, komm schon, gönn mir doch eine Pause, bitte! Ich glaube, eins der äußeren Triebwerke ist kaputt. Sitzen wir fest? Ich nehme an, dass du nicht weißt, wie man aus diesem Ding ein Telepathie-Gadget macht. Du weißt schon, dann könntest du eine Message an Tui senden und um Hilfe bitten. So wie die patrouillieren, würde selbst eine telepathische Nachricht den Sheriff auf unsere Spur bringen. Also sind unsere Optionen, hier im U-Boot zu sterben oder zurückzuschwimmen und im kalten Meer zu erfrieren? Oder wir machen uns noch eine Option. Haben wir noch einen dieser Luftanhänger? Ja, einen, aber der wurde schon benutzt. Da ist sicher nicht mehr viel Luft drin. Ich gehe da raus. Nein, ich gehe. Du musst hierbleiben, um das U-Boot zu steuern. Du bist der Einzige, der es kann. Dann sei vorsichtig, okay? Sei vorsichtig. Verstanden. Ich gebe etwas mehr Gas. Alles klar. Das stimmt. Das ist auch in Ordnung. Okay. Es geht los. Bereit. Ich schaffe das. Bereit. Und jetzt finde ich diesen Handschuh. Aha, da seid ihr ja. Wenn da unten noch jemand am Leben ist, dann werde ich es gleich wissen. Ich sehe gar nichts da draußen. Wo ist sie? Was sagt sie? Ich hab keine Ahnung, was du sagen willst. Ich soll mir die Kehle aufschlitzen? Du sollst den Motor abschalten. Ihn abschalten? Was, wenn er nicht wieder startet?
Ich habe ihn gerade erst gestartet. Robin, komm wieder rein. Enico, los! So was Blödes. Okay, ich fahr runter. Sensor an. Ist alles in Ordnung? Sheriff, ich behalte nur alles im Auge. Natürlich tun Sie das. Gisborne macht das sehr gut. Macht er das? Was ist passiert? Wo ist denn alles hin? Ich weiß es nicht. Finde es heraus und hol es wieder. Sieht aus, als würde die ausgetretene Strahlung bei den Tests das System der Drogos angreifen. Dies könnte langfristige Schäden bedeuten. Gisborne, abbrechen! Niemand erteilt diesen Befehl außer mir. Diese Mission ist absolut unnötig. Keiner der Rebellen hätte die Strahlung der Sonde überleben können. Das Wasser ist giftig, Sie wissen das. Wir verlieren diesen neuen Drobo, wenn wir ihn nicht aus der Gefahrenzone holen. Und wenn das passiert, sehen die anderen Rebellen das als einen Sieg an. Gisborne! Aber er reagiert doch nicht. Ich werde die Monitore und das Tracking-System runterfahren. Der Drobo kehrt dann zur Oberfläche zurück, wo wir ihn abholen können. Dann machen Sie einfach weiter. Das war knapp. Richtig knapp. Funktioniert dieser Controller mit jedem Bildschirm? Naja, ja. Also zumindest sollte er das, aber... Tu mir einen Gefallen. Versuch es noch ein letztes Mal. Sie haben doch gesehen, was passiert ist. Loxley hat gesagt, dass der Schaden dauerhaft sein könnte. Das kann ich nicht riskieren. Das war keine Bitte. Das Mädchen hat den Handschuh, tot oder lebendig. Der Handschuh wird zu mir zurückkehren. Ja, natürlich. Das ist mein Junge. Bereit? Schlechter Zeitpunkt, um keine Luft mehr zu haben. Oh Mist! Was? Runter! Sensor an. Ich wusste es! Ha! Bereit machen zum Auslöschen. In Ordnung. Ich muss die Waffenzellen noch aufladen. Dann tu es! Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen einen Robin-Plan. Der Anker! Sag mir, wenn dieses Ding genau in der Mitte ist. Verstanden! Juba? Noch nicht.
alte Ankerträger wieder funktioniert. Was ist jetzt los? Er hängt irgendwo dran fest. Ich erhöhe die Leistung. Bereit machen. Robin, du bist echt ein Genie! Sag gute Nacht, Schrottkopf. Alle Systeme haben versagt. Ich kann das nicht. Wir brauchen Loxley. Ich hole ihn. Untersteh dich! Das ist alles seine Schuld. Sie wird es nicht schaffen. Robin. Floating. Robin. I know with you here I can't be harmed. Love knowing I can trust you. Love when it's nein. Just us two. Nein, 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 nein. There's nothing we can't do. Love knowing I can trust you. Was? Hey. Nico hat dich geküsst. Dein Mund war auf meinem Mund? Oh ja, du weißt ja, naja, Piraten, weil wir... Meine Lippen kribbeln. Meine auch. Du weißt schon, wegen Mund zu Mund. Klar. Wie geht's Amphi? Wir haben immer noch wenig Luft, aber ihre Systeme funktionieren. Der perfekte Zeitpunkt, nach Hause zu fahren. Kurs auf Zuhause nehmen. Festhalten. Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Meine Geduld ist genauso nicht existent wie deine Gehirnzellen. Ich komme, da du unfähig bist, diese eine kleine Göre herzuholen, nicht drumherum, die Dinge jetzt anders zu spielen. Das Aufstiegsprojekt muss vorangetrieben werden. Und zwar sofort! Die Sonden werden alles vernichten. Das Essen und alle Menschen. Natürlich habe ich das durchdacht. Deswegen wirst du auf den Märkten und Farmen zuschlagen. Konfisziere alles Essbare. Wenn wir fertig sind, kann das Seebewohnergesindel ja sowieso nicht mehr essen.